Falls ihr Bock habt, auch mal bei Streams dabei zu sein, geht in die Beschreibung auf Twitch und lasst da gerne ein Follow da. Und falls ihr Bock habt auf coolen Pokémon-Content, dann schaut gerne mal auf meinem Hauptkanal Pokebazi vorbei. So, wir können ja nochmal gucken. Okay, jetzt kommt's. Wunderbar. Futabaks. Irgendwie eine Mischung oder so ein essbarer Tabak. Futabak. So. Wir haben... Wait, habe ich jetzt eventuell gerade rausgefunden, warum die Steuerung letztes Mal nicht gut funktioniert hat? Un momento, señoritas y señores. Input. Konfigurieren. Nee. Kein Plan. Egal, haben wir einfach noch was anderes. Aber auch mal geschafft, auf Twitch vorbeizuschauen, nicht nur auf YouTube. Das freut mich. Ist immer schön, wenn die Leute tatsächlich auch den Weg zu Twitch finden. So, wir haben Paul. Der harte Paul. Mit Intimidate hört man, stimmt. Mit Bite, Baby Dollar, Snarl und Spark. Dann haben wir Yuna, unser Starter. Dann haben wir Josie, das Zubat. Kevin, das Weberak. Kev, das Togepi. Und Rhynox, das Geodude. Oh, ich hab Bock mal mit dem Geowatz. Ich glaube, wir haben einmal bisher mit dem Geowatz einen Run gemacht, ne? Haben wir noch irgendwas auf der Box ist? Ich war lange nicht mehr da. Ich weiß, dass wir den Fleckmann-Tunnel machen müssen. Oh, stimmt mal, der war hier. Ist ein komplett neues Layout. Hm, vielleicht ist ein zweiter Vorname Kevin und deswegen die Anziehung mit dem Namen. Nö. Ich ziehe einfach nur Kevins an. Wir haben Taeyeon und Fifien. Wir haben Kurva, das Radfratz. Wir haben Reaper, das Zupurze. Igma, das Inkognito. Casper, das Oddish, also das Myrapla. Dann haben wir Rubina, das Quapso. Tiny, das Goldini. Und Simoko, unser Stolunio. Ist schon weit gestorben? Ich glaube nicht, oder? Oh doch, stimmt. Ja, wir haben Kevman verloren. Wir haben einen Kevin verloren. Alles gut, es gibt genug Kevins. Es gibt genug Kevins, die wir ersetzen können. Wir haben genug für alle. So, wir dürfen auf jeden Fall, ich weiß, ich habe mir auf den Routen noch einen geholt. In Azalea City können wir später noch, wenn wir Kopfnuss haben, auch einmal Kopfnussen. Können wir dann an den Bäumen hier. Oh wait, warte mal, hatten, genau, da müsste wieder... No berries yet. Okay, es läuft gar nicht weiter. Der Boy lässt mich noch nicht durch. In den Räumen war ich, da nämlich noch, da waren wir auch. Wir haben die Holzkohle bekommen. Das heißt, wir können jetzt in den Fleckmann-Tunnel. Slowpoke well. So, der sagt wieder, ich hab verkackt, Bruder, mach du mal. Und dann gucken wir erstmal, was der Encounter hier ist. Falls es hier schon einen gibt. Ich hab das Gefühl. Ein Fleckmann, wir hätten damit gerechnet. Oblivious hat der. Mit dem kann ich damit nicht schimpfen. Wir gehen mal in Yuna. Und gucken wir mal, was wir da hinkriegen. Watergun, okay. Denn wir können einmal scratchen, das Tanks auf jeden Fall. Yes. Dann wollen wir auch nochmal Watergun. Close, aber okay. Das ist das Besondere bei dem Hack. Da ist quasi auch wieder Stuff drin. Die Mega-Entwicklungen sind zum Beispiel drin. Teils sogar für Mons, die keine Mega haben. Und, wow, was ist das noch bei dem Hack? Es ist vegan, das Hack. Richtig, wir spielen Pokémon Gold und Silber Vegan Edition. Bei jedem Tod, da wir es als Nuzlocke spielen, müssen wir ein Fleischbällchen essen. Und hallo, Yuna. Nee, da sind viele Quality of Life Changes. Wir brauchen keine VMs mehr. Die Arena-Leiter wurden angepasst und so ein Stuff. Und ich hatte mal wieder Bock auf Johto. Und wir machen doch direkt ein Giveaway. Und zwar könnt ihr jetzt Hashtag Namen in den Chat reinschreiben, wenn ihr dieses wunderschöne Fleckmon werden wollt. Also wenn ihr noch nicht benannt wurdet oder Kevman seid, weil der ist tot. Kempire? Dich haben wir doch schon, du bist doch schon ein benannter Kevin. Immer nur eins. Nur vegane Items nutzen, richtig. Und nur Pokémon, die kein Fleisch beinhalten. Es ist funny, dass wir gerade im Fleckmann-Brunnen sind, weil hier die ganze Fleckmann-Routen-Story geht, ne? Okay, wenn du jetzt gewinnst, muss ich rerollen.
Und... ich muss rerollen. Spikey! Spikey war in dem Run jetzt noch nicht. Ich hasse das manchmal, ne? Einfach jinxen ist halt ein reales Ding. Es war so klar, dass du dann gewinnst. Spikey. So, wen lassen wir denn vorne? 18, 19, 16. Ich glaube, wir lassen den mal vorne. Na gut, Zubat brauchen wir nicht. Wann kommt die vegetarische Alternative zu Fleckmon-Routen? Veganes Fleckmon? Gelten Fleckmon-Routen dann als vegetarisch, weil das Fleckmon ja weiterlebt? Nee. Wobei nach Definition ist vegetarisch ja, du isst nichts, wofür ein Tier sterben musste. Wenn ich jetzt einer Kuh einfach ein Fleischstück rausschneide und das esse, dann ist es ja an sich vegetarisch. Die Kuh lebt ja noch. Moin Nadel. Und moin Chimcha. Ich glaube, haben wir direkt einfach mal ein Schlupfloch gefunden. Aber Sonic doch nicht. Magnitude in dein Gesicht. Ja, das ist stronger Winox. Sturdy. Dann tackeln wir einmal. Komm durch. Sehr gut. Guter Runox. Runox ist ein guter. Bin echt gespannt auf den Kampf gegen das Sichtrunner. Bounce. Das macht Paul einmal. Aber was habt ihr denn heute so alles gemacht? Ich hatte ein Vorstellungsgespräch. Ich werde natürlich nicht sagen, wo. Falls Liam noch da ist und gerade zuguckt. Lief aber an sich sehr gut und ich rechne damit, dass ich morgen die Zusage bekomme, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich recht confident. Und das war der erste. Ich habe jetzt eh nur Fleckmon und Zubat gegeben. Was ist dein Lieblingspflanzen-Pokémon? Gewaldro. Puzzle gerade ein Holzpuzzle in der Form einer Eule. Sehr cool. So, wenn du dir 500 Gramm abschneidest und die dann isst, bist du schwerer, leichter oder gleich schwer? Blutverlust und so weiter nicht mit eingerechnet. Prinzipiell wird den Moment doch gleich schwer, oder? Oder? Mein Tag war öde, darf mich mit Corona rumprügeln und Rückenschmerzen des Todes. Dann dir auf jeden Fall eine gute Besserung. Ich hoffe, du hast einen einigermaßen guten Verlauf. Meiner war ja anfangs nicht so geil. Und hi Paul. Eckens. Und moin Nema. Lieblingsfeuer-Pokémon, ziehen wir das jetzt so durch? Wir ziehen das jetzt nicht so durch. Weil wenn ich jetzt Feuer mache, weitermache, dann kommt Wasser und dann Elektro. Und dann am besten noch das Highlight, wenn jemand am Käfer-Pokémon fragt. Vor allem sowas wie Lieblings-Pokémon ändert sich auch gerne mal. Ich hab keine Ahnung, wollte mal eine Diskussion starten. Ja, für den Moment, sobald du anfängst dann halt zu verdauen, etc., dann ist ja wieder weniger an sich. Aber für den Moment, du schneidest was ab und isst es dann einfach, in dem Moment ist es doch eigentlich gleich. Käfer-Pokémon, das ist doch klar mit Xerox. Was glaubst du? Glaub mir, wenn ich die häufigste Frage, die ich bisher bekommen habe auf YouTube, in meiner ganzen Karriere, und ich habe, seit ich diesen Kanal gestartet habe, immer ein Xerox als Profilbild gehabt. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Steffen, sag doch einfach Arceus. Das deckt alle Typen ab. Amigento. Oh, Hippo. Dann detekt doch wen anders. Lickitung. Warum kriegst du Runox hin? Moin Michi! Alle, wir haben schon ein paar neue Leute hier. Freut mich, dass mehr Leute den Weg hier erfinden. Und das war nur ein Fünder? Ja, ein Neuner wollte ich doch haben hier auch. Was spielst du für einen geilen Hack? Den, der im Titel steht. GS Chronicles. Ich find's immer noch krass. Es sieht aus wie Gen 5, Gen 4. Aber es ist halt ein Gen 3 Hack.
Oh, ich darf da gar nicht durch. Ja, die billige Arceus-Kopie gibt's auch noch. Ja, komm, Bruder, lass battlen. Wie heißt nochmal? Proton. Den kenne ich, aus Diltili. Proton. Im Mond fängt man doch schon an, einen chemischen Prozess zu beginnen, aber da müssen wir das Gewicht schon leicht verändern, oder nicht? Da, jetzt sind wir in der Diskussion drin, Guys. Jetzt sind wir da drin. Sieht aus wie Gen 2, eher als Gen 3. Ja, also, es basiert quasi so ein bisschen eher auf Hard Gold, Soul Silver, aber basiert auf einem, mit Feuerrot auf einem Gen 3 Spiel. Toxic? Bist du jetzt so ein Ekelhafter? Rosie auch Level 18. Magma. Das sollte Rhynox auch safe sein. Was ist deine Lieblingsattacke? Chimchar? Das ist Bohrschnabel. Ich finde auch Lower Vulpix nicht so überzogen, so dass ich mir das tätowieren habe auf dem du hast das tätowiert? Fancy. Ich würde es gerne sagen, ich würde es gerne sehen, weil generell Pokémon-Tattoos sind cool. Ich habe ja jetzt, bin gerade dumm, ne? Erstmal, Michi, danke für deinen Follow und Master Eric. So, ich lese die ganze Zeit die 4 als ein Y und denke mir so, Mystery? Aber ne, deswegen Dankeschön für eure Follows. Und, ganz kurz, ab heute kann ich Termine für ein Tattoo im nächsten Monat eventuell machen. Was bedeutet, kriege auf meinen Arm vielleicht mein Digimon-Tattoo. Und wenn das steht und dann irgendwann wieder das Geld da ist, gibt es auf dem anderen Arm irgendwann das Pokémon-Tattoo. Da habe ich Bock drauf. Buitzel. Das Buitzel. Was machen wir denn gegen Babelin? Er soll die... soll die Juna schaffen. Wenn er nicht mal lesen kann, mache ich mir Sorgen um sein Vorstellungsgespräch. Hallo, glaub mir, ich kann mich eloquent ausdrücken. Ich kann die anderen Leute glauben lassen, dass ich intelligent bin. Muss dann nicht immer stimmen, aber ich kann sie es glauben lassen. By the way, es wird höchstwahrscheinlich sein, dass wir diese Woche tatsächlich dann Pixelmon streamen, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Und wäre cool, wenn ihr dann dabei seid, weil das Ganze ist quasi ein Placement, deswegen wäre es voll cool, wenn ihr dabei seid. Typ mit Brot. Das Spiel sieht ziemlich smooth aus. Ist es auch, ne? Ist es. Oh, er kennt das Wort eloquent. Was für ein eloquenter, nicht mehr ganz so junger Herr. Gut, ich bin Opa, ich bin 27. Einen Schluck? Nehmen wir doch. Ja, es wird Pixelmon geben. Und wie gesagt, das Ganze wird es dann auch nochmal auf dem Hauptkanal geben. Ich werde nämlich den Stream dann in 4 Videos schneiden. Weil mir niemand Geld geboten hat, um Nexomon zu spielen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, habt einfach... Typ mit Brot, dankeschön für dein Follow. Habt einfach alles hier ein bisschen im Blick. Ich werde es natürlich auf YouTube auch rechtzeitig ankündigen und Discord etc. Habt es im Blick, weil, meines Wissens nach, könnt ihr da einfach mit mir spielen. Das heißt, ihr könnt auf den gleichen Server dann kommen, dann können wir zusammen spielen. Ja. Nexomon? Ja, ich muss es mir mal angucken. Und mit 27 bist du mit der Jüngsten im Stream. Das ist nicht wahr. Da bin ich trotzdem schon einer der Älteren. So. Ach Gott, ich hasse es, dass ich raus muss, um wieder reinzugehen. Okay. Ganz kurz. Ich kann ja jetzt, ich habe ja easy die Zeit jetzt, um zu heilen. Ich würde einmal nur ganz kurz, glaube ich, wieder rumlaufen. Und nur kurz gucken, ob die das Gift von selber auch aufhört. Ich denke nämlich, das sollte aufhören. Deswegen will ich nur einmal speichern, damit ich es kurz ankündige. Ich sagte mit der Jüngste, nicht der Jüngste. Selbst mit der Jüngste bin ich nicht. Survive the poison. Okay, for the way. Ich wollte nur sicher gehen. Ich dachte mir schon, dass es tatsächlich so sein wird, aber trotzdem. Um ganz sicher zu gehen. So, das heißt, wir können jetzt den Rivalenkampf oder die Arena machen. Und ich tendiere eher zur Arena. Das Ding entwickelt sich ja, glaube ich, auf 24. Josie hat aber schon Pflücker. Ganz ehrlich, wir holen, glaube ich, erstmal Josie rein. Erstmal. Mit Geist, Slowpoke und Griffo. Okay. Da will man einfach nur sagen, was das ist. Wir battlen jetzt. Ist das ein ROM-Hack oder PC-Game? Das ist ein ROM-Hack. Also ich spiele es auf dem Emulator. Yo, there are three things Bugsy loves. Bug-Type-Pokémon, Books and Puzzles.
There are three platforms with ropes that will take you to the three paths. Only one will take you to Bugsy. Ja, das kennen wir ja. Das kennen wir ja. Wir nehmen... Oh, cool. Diesmal sind die so... Oh. Bugsy, der kleine Hunderliebhaber. So, wir haben auf jeden Fall den Pflüger. Das ist sogar vielfach effektiv, ne? Weil das Ding ist ein Kampfmann hier. Das riecht nach Wette. Können wir gleich machen. Oh wow, seid ihr älter oder jünger als Steffen? Ich bin 27. Älter? Ja. Encore für Kev. Ganz ehrlich, es kann mal gut kommen. Spinnerack. Können wir wieder auf Pflücker gehen. Okay, links, zweimal links müssen wir gehen. Mal auch wieder pflücken. Konfusion ist mies. Aber du kannst danach gerne schon mal eine Dings machen. Aircutter. Es ist halt eher physisch, ne, am Pflücker. Ich glaube nicht, dass wir Aircutter brauchen. Aber du kannst schon mal Dings machen. Hier, eine Wette, ob wir gegen Bugsy ein Pokémon verlieren werden. Das ist ein GBA oder ein MBS-Hack? Das ist ein GBA-Hack. Das ist das Coole. Das ist halt einer, den kannst du dir nicht einfach so fertig runterladen. Den musst du halt selbst patchen. Eisfang für Yuna. Leveln sie. So, der ist auf jeden Fall da. Das heißt, wir gehen jetzt einmal zurück. Und gehen dann erstmal nach rechts. Man kann ihn fertig runterladen. Dann kann man es vielleicht. Ich habe mir auf jeden Fall selber gepatcht. Kinsier, Moldbreaker. Gehen wir auf Pflücker. Seismic Toss sollte nicht killen. Nö, es macht ja fix in 15 Schaden. Und dann ist Pinsel weg. So. Geben wir mal kurz einen Potion, einfach nur um sicher zu gehen. Drei Pokémon hast du im Tanzer. Boah, ehrlich gesagt, kein Bock, dass du Bumm machst, ne? Ich trau's ihm zu. Das waren 2 Minuten, alles gut. Bis dahin brauchen wir ja noch ein bisschen. So, Pineco mit Sturdy. Upgrade. Easy. Nur hast du mir gerade meine Dings genommen, du Arsch? Jetzt auch noch detekten? Aber siehst du, die meisten Leute hier sind tatsächlich relativ, also die sind gar nicht so jung, wie man bei einer Pokémon-Community meinen könnte. Wir sind alles alte Menschen. Jo, Sneak. Ganz ehrlich, besser als Hidden Power gerade. Nincada. Da können wir wieder in Josie gehen. Mit dir als Rentner. Hallo, ich bin jung. Krieg doch keine Rente. Ich muss für mein Geld nur arbeiten. Pokémon Community ist erstaunlich alt, wenn man den Durchschnitt fassen will. Das ist wahr. Man glaubt es nicht, aber älter als man denkt. Super Sonic, doch wen anders? Hier, nimm die HP in deinen. Okay, ich nehme die HP in mal. Bullshit, 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 Bullshit. Auswechseln. Ach komm schon. Danke, Yuna. Aber man muss halt auch denken, viele von uns sind halt Leute, die schon lange Pokémon spielen. Klar ist die Community dann älter, weil die Leute werden mit einem erwachsen. Einige im Schnitt jetzt, alle um die 30 waren ja einige. Wobei es immer noch darum geht, es gibt super viele Leute, die mit Sonne und Mond angefangen haben. Und da dann tatsächlich, oder halt durch YouTube ein bisschen so auf die ganze Pokémon-Sache gekommen sind. Und man darf es nicht unterschätzen, dass es auch sehr viele junge Leute gibt. So, ich habe einmal Stings eingesetzt. Will ich weiterhin mit Josie leaden? Oder will ich mit Runox leaden? Ich finde Josie gerade eigentlich besser. Aber ich sollte vielleicht nochmal Stuff zum Heilen kaufen.
Ich muss immer nachdenken, wie alt ich bin, weil so uninteressant mich, weil das so uninteressant für mich geworden ist. Außer besondere Zahlen, das verstehe ich. 27 hat mich auch nicht mehr gejuckt. Ich glaube, das nächste Mal, wo es mich ein bisschen juckt, ist halt 30. So, Great Ball haben wir noch genug. Super Potion haben wir sogar auch noch ein bisschen, was 15.000. Ja, nehmen wir mal 3 hiervon. Und ein paar kleine Potions auch. Antidote haben wir, Paralyze Heal. Auch, das haben wir eins. Und da eins mit. Und dann gucken wir mal. Du bist halt in der Arena ziemlich gut, einfach weil du halt sehr viele Attacken nimmst, ne? Nein, da wollte ich nicht rein. So, dann wollen wir mal reingehen, Kinders. Gibt doch genug andere Poketüber, die eine junge Homologie haben. Steffen ist nur gesegnet. Bin halt nur was für die reifen Leute, weißt du? So, Kai. Steffen ist der reifste Mensch, den ich kenne. Wow, du kennst zwei Personen dann. Gorupi! Will der direkt Toxic Spikes legen, der Arsch? Das ist fies, das ist ja klar, ne? Okay, du verschwende die jetzt gerne. Gar kein Problem. Noch eine Runde Toxic Spikes, okay. Chimchar, frag nicht immer nach, ob die Leute das Pokémon mögen oder das Pokémon. Spoiler, das geht 99% der Leute irgendwann auf den Sack. Yanma. Können wir eigentlich drinbleiben? Und das meine ich, by the way, mit. Der hat tatsächlich mal coole Käfer-Pokémon. U-Turn. Das heißt, wir kriegen jetzt erstmal schön einen Pflücker auf das Sichlor. Und wir haben die Citrus Berry geboxt. Dann pflücken wir weiter, weil der jetzt wieder auf U-Turn geht. Natürlich tut er das. Fällt sogar fast, wow. Komm auf, Pflücker. Komm noch eine U-Turn. Ah, wie dieser 30. Auch Sarah. Ja, guck, Kinderfilme mit Drachenzähnen leicht gemacht. Das hat ja nichts damit zu tun. Du kannst die Filme auch als Erwachsener appreciaten. Ich meine, ich spiele ein Kinderspiel im Internet. Und ihr guckt mir gerade zu. Ja, der mag seine U-Turn. Pursuit. Warum macht das so viel Schaden? Ich meine, Techniker, aber trotzdem. Fury Cutter. Okay. Glücker. Okay, jetzt geht auf U-Turn. What? Ich meine, das kann ich auswechseln, wenn ich das Ding kill, aber trotzdem. Glaub mir, ich will Josie nicht killen. Ich will einen X-Bud haben. X-Bud ist super geil. Und das Ding ist, jetzt können wir allerdings eigentlich in Kleinstein gehen. Weil wir kriegen jetzt zwar das Gift drauf. Da gehen wir in Paul. Wir gehen in Paul für den Bedroher. So, einen Intimidate kriegen wir erstmal drauf. Und jetzt können wir einmal nur noch sparken. So, die U-Turn wird jetzt nämlich nicht mehr killen. Und wir haben auch noch eine Beere. Okay, Arena-Kampf geschafft. Easy going. Schnell hochgeschraubt. Da haben wir den Hive Badge. Was ist denn Josie Sweet? Josie hat sehr viel gemacht.
Von dir kriegen wir jetzt halt U-Turn, naja. Ehrlich gesagt, das ist halt einfach auch eine sehr, sehr gute TM, ne? Power Eis. Pack das mal weg. Können es jederzeit ja wiedergeben. Wir haben noch 38. Ja, das schaffen wir. Nur trink was? Machen wir doch gerne. Ah. So, heilen wir einmal. Und jetzt wird halt direkt, wir bleiben mal in Josie, weil jetzt kommt der Rivalenkampf. Der Rivalenkampf. Warum kommt da kein Rivalenkampf? Hm. Okay, erstmal ist unser Encounter für den... Anton. Wie heißt der Raum, alter Dings hier nochmal? Der... Gibt's das Pixelmon auf Handy oder Tablet? Meines Wissens nach nicht. Da weiß ich jetzt leider nicht. Wer ist der Wald nochmal? Dein Eichenwald. Aber vor allem haben wir jetzt einen Anton gefangen. Das heißt, wenn jemand Anton sein möchte und ihr noch nicht benannt seid in diesem Run oder Kefman seid, weil ihr tot seid, dann dürft ihr einmal Hashtag Name in den Chat reinschreiben. Anton ist einfach Liebe. It is constantly wracked with by a headache. When a headache turns intense, it begins using mysterious powers. Ich hab daraus gelernt, Schaffen. Will ich doch hoffen. Ich hab sogar einen Anton-Emote, möchte ich an der Stelle mal ganz kurz hier erwähnen. Schaut ihn euch an. Ich fand's cool, wenn dein Kopf explodiert. Passiert auch schon in Real Life durch Migräne. Bin sehr froh, dass ich keine Migräne habe. Da sind ein paar Entons. By the way, ich habe die Person schon angeschrieben wegen den Dings. Wegen den. Wir haben eine Banlist? Ist die Banlist da? Okay, ganz kurz. Ich will mir die einfach nur mal angucken. Gucken jetzt ganz kurz, wobei wir wählen jetzt noch jemanden aus und dann werde ich mir die kurz angucken. Ich will einfach reingucken, deswegen einen Moment. Erstmal drawen wir einen Entrant. Nadel hat gewonnen. So, auf Twitter, ich gehe doch direkt auf die Seite. Ich bin weiter als du. Gültig vom 17.05. Das ist noch nicht aktualisiert. Okay, dann muss ich wohl doch auf Twitter gehen. Dann müssen wir wahrscheinlich auf Paul. Ich muss gucken, wie du auf Twitter heißt, oder du schickst es mir. Ich find's nämlich gerade nicht. Das habe ich gehört. Ich will das einmal kurz gucken, das ist wichtig, vor allem weil ich da gerade drin bin. Ja, TGG-Verbindung has been updated. These changes am 3. Oktober. Okay, so. Forbidden. Snow. Okay. Ronin Toden. Okay. Hulk. Chaos Ruler und Red Reboot? Okay. Dann haben wir Unlimited. Dynamite, okay. Benden. Gut, dass ich mir gerade wieder dabei bin, Dreitron zu bauen. Shooting Riser Dragon. Wow, hat ja echt was gebracht. Fusion Destiny, Nadir Servant, Trickstar Light Stage, Wall of Revealing Light. Limited. Steam ist wieder Limited.
Cyberjar. Die war mega lange Band. Hallelu. Substitute ist auch jetzt limited. Oh, Lion ist wieder auf Limit. Ja, gut. Die haben halt jetzt gebannt. Okay. Spellbook of Judgment ist tatsächlich wieder gekommen. Die haben es tatsächlich wieder zurückgeholt. Okay. Ist ja im OCG schon passiert. Es war eigentlich die Vermutung, dass es passiert. Okay. Interessant. Und mein nicht gehittet ist mir inzwischen aber auch, glaube ich, tatsächlich Latte. Ich habe nicht mehr so ein Riesenproblem mit meinen. Okay. Das Ding ist, glaube ich, werde Anton ins Team nehmen. Weil ich sehe Weberak halt nicht, weil klar, Käfergeist ist an sich ganz nice, wenn sich's entwickelt hat. Aber Wasser-Pokémon. Was laber ich? Ich habe einen Tyrakrok. Ich voll Idiot. Ihr habt nichts gehört, Guys, okay? Ihr habt gar nichts gehört. So. Oh, kommt jetzt der Kampf? Who's in charge of Team Rocket? Who's your boss? Chris ist auch dabei. Ach, die mit ihrer guten Laune-Musik, ne? Wir haben nichts gehört. Perfekt. Müssen wir ihn jetzt klatschen? Okay. Ich glaube, der ist Team Rocket. Let's dance, Liam. Let's dance. Nee, alles gut. Höhe und noch halbwegs gut. Hörgerät ist noch nicht notwendig. Noch nicht, Konstantin. Das kommt. Ghastly. So, dann beißen wir das doch. Perfekt, das ist daneben gegangen. Hierfür. Zubat. Kann man nicht drin bleiben. Astonish, easy going. Okay. Lass mal wechseln, überlegen wir uns nochmal, ne? Ob das so ein guter Play ist. Eine kleine Fliege hier rum. Hau ab. Meinst du wirklich jetzt? Hau ab. Ich mag ja keiner. Und Zubat wieder. Ja, gut. Ganz ehrlich, irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, Zubat ist ein kleiner Cheatcode, gerade zu Beginn, so, wenn das Ding vor allem Pflücker bekommt. Hab da wirklich das Gefühl. So. Oh. Ja, ich helfe dir ja schon. Ich bin für dich da, Bruder. Revive. Okay, das brauchen wir hier nicht. Wird immer besser mit meinem Namen. Ja, wieso? Ich hatte nie ein Problem damit, Konstantin zu sagen. Oh, Rocket Boy. Lucada. Habe ich einen Schutz? Repel, da haben wir es doch. Okay, jetzt müssen wir den Boyer mal fertig machen. Aber das kriegen wir hin. Ein Schuppet. Hier haben wir noch wieder einen Josie. Ehrlich. Hol nicht den. So. Sharpride. Multifield Device. Wenn über Grass, Steel und Bug Type Pokémon can cut little bushes. Damit haben wir das für Zerschneider. Wunderbar. Kurz kein neues, einmal kurz heilen gehen. Bin echt schon ein bisschen auf den Kampf gegen Bianca gespannt, ne? So, Repel packen wir mal rein. Das wurde ja auch ein bisschen umgehen, das heißt, da komme ich jetzt an sich durch. Da komme ich jetzt auch schon durch, okay. Okay, jetzt normale Trainer.
Mit einem Tyrope. Mobile. Mit Rock Throw. Antibimi. Azurill. Warte, was? Bisschen Wizard Decker Couple, der Expert in Pokémon Reading. Stimmt, ich habe mitbekommen, da kriegen wir ein Ei, kriegen wir nämlich ein Ei tatsächlich. Einfach gratis. Du bist auch eine Tante, die kämpfen will. Pflücken einmal. So, schneller sollten wir sein für eine U-Turn und dann gehen wir in den Rugunox. Hat einen Spawn. Bulldoze. Ganz ehrlich, über Magnitude. Speed senken. Nice. Entwickelt sich jetzt was? Zubat entwickelt sich. Wir kriegen jetzt einen Golbat. Sehr gut, Sarah, by the way. Guckt euch diese schöne Golbat an. Josie wird langsam erwachsen. So, und ich glaube... Warte mal. Hab Zubat das zu tragen, die Sooth... Ah, stimmt, Zubat hat die Sooth Bell. Wenn du das Ei bekommst, ja, das ist auch zu 1 zu 32 Shiny wie das kuriose Ei. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich ein Ei bekomme. Ich weiß nicht, ob es eine erhöhte Shiny-Chance hat. Äther. Da ist der Moosstein. I'm scaring away the backpack Pokémon. Und warte mal, jetzt können wir da auswechseln, weil Josie muss jetzt nicht vorne bleiben. Beedrill. Ich glaube, hier sind wir jetzt am Ende. Ja, das ist das Ende, aber ich will auf jeden Fall noch hier runter. Leafstone nimmt man mit. Seed Bomb. Ah, da kann jemand lernen. Wir bringen da mal einfach Seed Bomb bei. Da ist noch eine. Das ist dann wahrscheinlich Headbutt. Oder? Struggle Bug. Hefertrutz. Okay, hier komme ich hier durch. Dann habe ich jetzt alles. Okay. Dann gibt es ja gar kein Headbutt. Fake News? Das ist Fake News. Hat ja niemand gesagt, dass es das da gibt, aber trotzdem. Route 34. Hier kriegen wir auch nochmal einen neuen Encounter. Moin, Soban! Bisher läuft es eigentlich echt gut. Und irgendwann, ne, diese Fliege hier. Ein Sentret. Ein Squirtle. Können wir jetzt auch mal. Klar? Können wir jetzt auch mal Paul reinholen? Technia. Da ist wieder Josie das Beste. Spannend, wie lange es dauert mit der Sandglocke, bis sich jetzt Golbat noch in X-Bad entwickelt. Team ist ehrlich gesagt noch nicht so an dem Punkt, wo ich zufrieden bin. So, und das brauchen wir nicht mehr. Da holen wir uns gleich noch einen Encounter. Hachirisu. Können wir Rhinox reinholen. Also auf jeden Fall werde ich Kleinstein noch zu Georok entwickeln, bevor ich in den Kampf reingehe. Follow me braucht man nicht. Und dich kämpfen nochmal. Sableye. Haben wir schon eine Feenattacke hier drauf? Passt. Gehen wir an Paul. Okay, okay. Raw braucht man nicht.
21 für Rhynox. Ghastly. Können wir drin bleiben und einmal Snarlen. War es 23? Okay, nein, war es wahrscheinlich 24. Hofft, da kommt kein Mon. Okay. Schluck nehmen wir doch. Ihr Pokémon. Auch wieder nur Babys. Fury Swipes braucht man nicht. Sonnenkern. Ikorita. Und Bulby. Kevin entwickelt sich jetzt auch noch. Damit haben wir den Ghost-Type. Sword Stance. Jetzt können wir es über Nightshade packen. Und der sollte ja... Ja, Bug Ghost. Bug Ghost. Okay, jetzt kein Encounter, okay? Okay, sehr gut. Thanks for the advice, Grandpa. Ah, die sind das Daycare-Couple. Welcher Kevin? 1, 2 oder 3? Das war der Campierer Kevin. Oh, die Welzenkampf. Okay, Ladybug, das ist wenigstens ein Mon, damit kann ich leben. Glücker. So, du bist tot. Luxio. Wollen wir direkt Rhynox rein? Und Bulldozen. Okay. Eevee. Können wir eigentlich drin bleiben? Dann mal Rock Polishen. Baby Doll Eis. Mein Angriff leider etwas zu schwach, um drin zu bleiben. Ein Vulpix. Das können wir aber auch mit Luna machen. Das Ding ist, das Vulpix wird später als Voluna Safe Call Dings haben. Solarstrahl. Das heißt, Luna erreicht Level 24. Blade, nee, Treffschläge braucht man nicht. Jetzt haben wir Chris nochmal. Und du kriegst mir jetzt ein Ei. Are you two already dating? Bin schön. I'm just kidding. Ja, genau. Lauf mal jetzt. Geh rein, weil ich habe jetzt definitiv Bock. Odd Egg. Dann haben wir jetzt wohl ein Rare Pokémon. Ich bin gespannt, was draus schlüpft. Und da werden wir auch definitiv... Ich möchte erstmal so durch. Okay, Gott sei Dank. Goldenrod City. Okay, ich wollte eigentlich nur Dings. Mit Goku, ha? Bonjour. Was später, Schwert-Schild-Video sehen irgendwie anders aus. Ja, ja, das ist der Schwert-Schild-Mod. Den Joke bringe ich übrigens jedes Mal, wenn das jemand sagt. Dadurch sieht Schild und Schwert einfach viel besser aus. Oh mein, sehr okay, aber ich habe Kebab kurz im ersten Moment gelesen. Wieso muss ich immer die süßen Vulpix angreifen? Wir müssen alle das angreifen, was wir lieben. Das muss sein. Und da ist Bill. Stimmt, wir haben hier, by the way, auch Wundertausch. Wir haben hier auch Wundertausch. Okay, hier komme ich schon mal nicht durch. Würde aber erstmal sagen, meine jetzt die restlichen Trainer. Nachts willst du kämpfen, ne? Swift brauchen wir nicht. Growlithe. Können wir Yuna reinholen. Und ich glaube, das könnte jetzt das Level Up von 24 für Kleinstein sein. Nein, noch nicht.
Was ist, wenn du das 1 hinnimmst? Das werden wir gleich machen.